Ohne das Auge würden wir ihn zum Beispiel nicht sehen. Und hätten einen schwierigen Kampf vor uns. So, Elite-Ritterrüstung. Die haben wir ja eigentlich schon oder könnten sie kaufen. Ja, Illusion voraus. Das war er hier, von dem es eine Illusion gab. Jo. Hier ist nichts. Nur ein paar Köderschädel und ein Skeptikergewürz. Und wir betreten zum ersten Mal einen Nebel. Oh, hi. So, und sind jetzt beim dritten Leuchtfeuer mittlerweile von diesem Gebiet angekommen. Und haben neue Gegnertypen. Nämlich Magier. So, der da oben will nicht zu uns runterkommen. Also lassen wir ihn auch einfach mal da oben. Obwohl ich ihn eigentlich mal runterholen könnte. Hallo. Ja, danke. Dann macht der uns nämlich nachher keine Probleme mehr. Wenn wir an dieser Stelle sind. Und wow, klingen die Geräusche mit dem... schlimm, wenn man ein Headset auf hat. Hinterhalt voraus, deshalb versucht Distanzkampf. Ja, hier könnte das lustig werden. Hier sind nämlich... zwei von den Magiern, die ja nicht ganz so das Problem sind. Ja, es kommt nämlich einmal der hier von oben angerannt. Und sein Kumpel kommt auch noch zu uns zum Spielen. Au. Vor denen mit ihren Zackenschwertern wegzurollen, ist auch nicht so leicht. Rückzug strategischer. Ach, du bist ja immer noch dort. So, das war einer von denen. Okay, du bist auch weg. Jetzt fehlst nur noch du. So. Und dann der mit dem Speer, der sich wieder zurückgezogen hat. Und ja, ich kann in Ruhe trinken, weil ich weiß, ich brauche für die Bosse hier noch kein Estus. Also ich muss mir das Essen noch nicht aufsparen. Zumal die Bosse hier, die beiden, ziemlich fair gesetzt sind. So, erstmal weg mit dir. Hier ist nämlich auch noch alles ziemlich eingefroren.
Und ja, Auerheim. Heiliger Ritter Auerheim. Einer der nervigsten Finstergeister überhaupt. Genau, locken wir erstmal dich hier runter. Au. Das ist nicht das, was ich geplant hatte. Da war ich jetzt gierig. Da war ich auch wieder gierig. Nicht immer so gierig sein, hä? Ja. Die haben auch teilweise ein unfaires Moveset. Wie man sieht. So. Die Magier sind wirklich nicht sehr stabil, deswegen rutschen sie von meinem Speer runter. Hier sind übrigens Golems eingefroren, wie man sie aus Vendriks Schloss kennt. So. Jetzt kommt ein ziemlich netter Kampf. Nein, du nicht. Du auch nicht. Da ist er. Ritter Auerheim. Der Tarnritter. Hätte ich ihn jetzt nicht einfach aufgedeckt, dann hätte er mich in den Rücken gestochen und mich getötet. Wie er es schon mal gemacht hat. Aber auf seinen Trick fällt man nicht zweimal rein. So, ein Menschenbild vom Ritter. Der hätte uns nämlich hier den Rücken gestochen, während wir die Truhe geöffnet hätten. Für 10 Silbertalismane. Gut, damit sind wir am Ende des Spießrutenlaufs. Wir sind nämlich Bading, Ellie Stahlherz, Griever, zurück am Eingang und beim Bossfight. Fast. Sogar hier. Herrenloser Glenkur. Nee. Diesen Boss schaffe ich ohne Hilfe. Aber vorher will ich sie ihn ausgeben. Für ein Level wird das wenigstens reichen, was ich ansehen habe. Bearer of the Hunt. So, aufsteigen. Vitalität. Jo, ein Level. So, das heißt, wir können zurück. Nicht in den inneren Wall, sondern zum äußeren Wall.
Ja. Und da hinten waren wir vorhin, wo ich euch das Leuchtfeuer hinter der Gittertür gezeigt habe. Kann man sogar ziemlich gut erkennen. Von hier aus. Da, das Loch in der Mauer mit den Särgen. So, von hier aus können wir direkt zu unserem ersten Boss in diesem DLC. Mal sehen, wie viele Versuche wir gegen sie brauchen. Sie ist nämlich jetzt endlich sichtbar. Da hätten wir, kann sie ganz grob erkennen, Alva. Von hier aus sollte man sie besser... Ja. Das Problem ist, wir sind schon mittendrin und da ist Alva. Der Begleiter des Königs. Au. Ja, ihre Drucknova habe ich vergessen. Autsch. Sie hat kein starkes, schnelles Angriffsset dafür, dass sie ein Tiger ist. Sie rennt nur gerne mal weg. Und kann gute Um- und Umschläge, aber austeilen kann sie halt stark. Ja. Ich muss halt aufpassen, dass ich mich nicht zu oft treffen lasse. Genau, jetzt ruft sie ihre Diamantspeere oder Kristallspeere und Drucknova. Ja, Alva. Oder Ava. Ich glaube, Alva heißt das Set, das ich trage. Oh, die Attacke ist gefährlich. Das ist nämlich sowas ähnliches wie der Chaos-Feuersturm, nur mit Kristallen. Oh. Warum zur Hölle ist mein Speer in Gefahr? Das ist nicht so gut. Ja, ich habe vergessen, gegen... Alva ist die Haltbarkeit der Waffen begrenzt. Gegen Ava. Autsch. Zum Glück ist er nicht zerbrochen. Das wäre nämlich noch ärgerlicher gewesen. Reparaturpulver haben wir zum Glück noch genug. Ich muss mal. Ich habe ja, wollte ja schon letzte nach der letzten Aufnahmeseason gucken, wo man welches kaufen könnte. Also es ist echt nicht schlecht genug, Reparaturpulver zu haben. Und ja, Ava liegt jetzt schon wieder. Oder Ava heißt sie, glaube ich. Liegt jetzt schon wieder auf ihrem Platz da oben und wartet, dass wir zurückkommen. Bei Schnee und schlechter Sicht müssen wir gegen einen Tiger kämpfen. Ja, was war das nochmal mit der Drucknova? Au.